Hi Freunde, Servus, ich bin der Renton und hier ist der lang ersehnte, hoffentlich letzte Part von Inside. Ich bin gerade mal in die Erfolge gegangen und die hier fehlen mir alle noch. Und die werde ich jetzt nach und nach holen und euch zeigen, wo ihr die Erfolge kriegen könnt und anschließend das Secret Ending zeigen. Ich werde unten in der Beschreibung einen Link setzen, dass ihr direkt zum Secret Ending kommt, falls ihr keinen Bock habt, das ganze Video zu sehen. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert und wie schwer es wird. Ich habe keine Ahnung. Der Vorteil ist, wir hatten es ja schon durchgespielt und wir können hier die ganzen Dinger durchgehen. Wir können auch gleich das erste Secret holen, den ersten Erfolg. Und für das Secret Ending braucht ihr einen Code und den muss ich später dann auch holen. Muss ich später eingeben und den werde ich hier natürlich auch einblenden. Also hier ist der Trick wohl nach rechts zu laufen und halten gedrückt zu halten. Und irgendwann geht es nach unten. Und zwar genau hier. Und hier wird das Video später auch mehr oder weniger enden. Hä? Ich krieg's nicht auf. Ah, nach oben drücken. Geheime Klappe. So, dann können wir hier nach unten. Und genau hier findet, soweit ich weiß, auch das Secret Ending dann später statt. Ich habe jetzt halt gerade absolut keinen Plan, wo das Geheimnis ist. Ah, links. Sehr schön. Ja, und ich wollte mich auch bei euch bedanken, für die Unterstützung bei Inside. Das scheint euch sehr, sehr gut gefallen zu haben. Und mich freut es natürlich. Fand ich cool. So, wir haben die Feldstudien. Und als nächstes guck mal gleich, wo wir hin müssen. Okay, hier ist der nächste Checkpoint, wo wir hin müssen. Bei den Schweinen. Hier hatte ich wohl was übersehen. Springen wir runter zu der Sau. Und von hier aus müssen wir den Wagen nach links schieben, um dann in diese Scheune reinzukommen. So, ich habe natürlich nebenher habe ich mir einen Guide aufgemacht. Ich habe mir aber nicht alles angeschaut. Ich schaue mir wirklich nur an, wo ich hin muss. Und dann gucken wir hier weiter. Guck mal die ganzen Schweine da unten her. Ja, aber das Spiel Inside, also ich war und bin's immer noch total begeistert. Nächstes Geheimnis. Sehr nice. Geh mal runter. Grunz, Grunz, Grunz. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich irgendwo warten muss, bis er irgendwo speichert oder sonst was. Aber ich glaube, das müsste er eigentlich theoretisch direkt machen. Ich gucke, wo ich das nächste Secret vergessen habe. Wir sehen uns gleich. So, das nächste Geheimnis müssen wir starten in dieser Ekelszene hier. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie man geboostet hat. Ah ja, okay. Oh je. Schön auf Abstand bleiben. Ja, wunderschön. Direkt geklappt. Oh, ich habe die Stelle gehasst, gell? Ihr erinnert euch bestimmt. War einfach bäh, super bäh. Alles klar. Diesmal nicht nach rechts, sondern nach links. Ich habe doch schon einiges gefunden gehabt, ne? Also so schlecht war ich gar nicht. So schlecht war ich gar nicht. Und das Spiel ist ja relativ dunkel. Ich hoffe, ihr erkennt da einiges im Spiel. Hopp. Ah. Badaboom. Ah, was steigt denn der jetzt einfach direkt hier aus? Ich habe nichts gedrückt. Stück nach rechts, links. Verwechsel ich schon die Richtung, hä? Du, mein Junge. Du, mein Junge. Ah, hoch.
Geh doch einfach hoch. Jawohl. Jawohl. Und weiter. Ja, nice, hey. Gleich das nächste Secret. Bam. Okay. Ja, ich gehe zur Sicherheit. Laufe ich noch ein kleines Stückchen. Malerisch. Steine am Strand hüpfen lassen. Ich habe einen Scheiß gemacht, ey. Ich habe echt einen Scheiß gemacht. Ja, es gibt ja viele Theorien und was weiß ich, um was es in dem Spiel wirklich geht. Und ich denke, die Achievement-Beschreibung ist da ein bisschen mehr Lore, Story, keine Ahnung. Könnte gut sein. Ich suche den nächsten Checkpoint. Yo, ich glaube, ich hatte hier ein Kabel gesehen sogar im Playthrough und habe dann noch gesagt, das hole ich wann anders, weil ich einfach nicht drauf gekommen bin. Und ich glaube, da gab es noch zwei, drei andere Stellen, wo das soweit ist. Und die erste Stelle, wo es auf jeden Fall so war, ist genau hier in dieser Szenerie, wo wir durch den Helm die Arbeiter steuern. Bin mir gar nicht sicher, ob das hier das erste Mal war oder das zweite Mal. Kam mir ein paar Mal vor. Ja, und wie ich schon gesagt habe, viele sagen ja, das Spiel geht nur 3, 4 Stunden, aber ich finde die Länge eigentlich perfekt. Ich denke, ansonsten hätte sich zu vieles wiederholt. Und dadurch wäre es wiederum nicht so cool gewesen, wie es eigentlich ist. Und bin echt froh, dass ich das Spiel hier gespielt habe, entdeckt habe und gesagt habe, das will ich spielen. Also, wir müssen nach links und müssen die anderen Arbeiter ganz links holen, um an das Geheimnis zu kommen. Und wie das versteckt ist, ist echt blöd. Also, da wäre ich, glaube ich, von alleine nicht drauf gekommen. Sage ich ganz ehrlich. So. Wir heben das Teil hierher. Genau so, ihr kommt mit. Dann muss ich hoch auf den Kasten drauf. Höp. Hoch mit dir, kleiner Junge. Kleiner Junge, hoch mit dir. So. Ah, drauf. Schneller, Arbeiter, schneller. Okay, das Secret, ihr seht das Kabel hier. Und das habe ich, glaube ich, sogar entdeckt gehabt. Merkt euch die Stelle hier. Ist saudumm. Ist echt saudumm. Aber gut. Was soll's. Oh, kann der nicht ein bisschen schneller rennen? Ist halt scheiße. Ich weiß genau, was ich machen muss. Aber der Weg dorthin ist. Dauert einfach ein bisschen. Ne. Den Titel gibt es übrigens auch auf PC. Falls ihr einen Dodge spielen wollt. Ich kann es nur empfehlen. Hüppa. So, genau die hier braucht man. Ihr kommt jetzt mal schön mit. Los. Los geht's, hopp auf. Da wo das Kabel ist, genau da braucht man die Arbeiter hier. So ein Schwachsinn. Hier runter. Drop, drop, drop. Und jetzt müsst ihr da dran ziehen. Mit den Arbeitern. Und hier sollte das Geheimnis sein. Was ich tatsächlich doch leider verpasst habe. Dap, 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 dap. Hüp, hüp, hüp. Ja, fuck. Och nö. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ah. Das Rätsels Lösung ist ganz einfach. Ihr müsst die Fackel mitnehmen. Und mit der tut ihr automatisch die Hunde verscheuchen. Hau ab. Hau ab. Und du erst recht. Und ihr ganz fünfmal. Hopp. Haut ab. Oh, ist das ekelhaft.
Hau ab! Aha. Sobald das Ding nicht mehr läuft, sind die Hunde lieb. Verrückte Scheiße. Ganz verrückte Scheiße. Ich gehe zum nächsten Checkpoint. Jetzt macht alles Sinn. Nee, jetzt macht gar nichts Sinn. Ey, ihr stinkt. Mein nächstes nicht gefundenes Geheimnis hatte die Frau Schrapneller bereits in den Kommentaren gelöst. Ich glaube, sie war es doch. Vielen Dank an der Stelle. Das war ja das, da bin ich ein paar Mal hin und her gerannt, habe ausprobiert und war mir sicher, dass ich irgendwie da drankomme. Und sie hat es direkt gelöst gehabt, indem sie gesagt hat, ja, das Ding hier, das da links, das muss halt ganz nach oben, ne? Weil dann passt es von der anderen Seite her auch. Und genau das ist auch der Fall. Weswegen wir den Scheiß jetzt lösen tun. Oh je, oh je. Oh Gott. Oh, diese Stellen, gell? Diese Stellen. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube, ich mache es noch einen Millimeter rüber. So. Sicher ist sicher, gell? Also. Kein Bock, das jetzt noch fünfmal zu machen. Dann zurück ins Wasserloch. Da ist es. Oh, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich überhaupt schon atmen kann. Unter Wasser. Sieht gut aus. Muss wohl davor gewesen sein, weil da hat jetzt gerade nichts reagiert. Und das war's nächste Geheimnis, ne? Das wartet. Achievement kommt. Uhrwerk. Schatten am Mittag. Wunderschön. Kommen wir nun zu einem relativ bitterem Rätsel. Also das ist schon mies, ne? Das ist wirklich mies. Wir droppen hier runter. Müssen jetzt halt leider das Rätsel hier rechts nochmal machen. Allerdings war das ja gar nicht so arg schwer, von daher passt's durch. Okay, erstmal den Schalter hier drücken. Dann das Ding rüber. Pumpe. Bam! Jetzt auf die Schräge. Schön, schön, schön. Muss ich schneller sein wie das Ding? Nee, war scheißegal. KKK. Dann hier ab ins Licht. Ziehen. Schalter betätigen, sobald das Ding hochfliegt. Und tschüss. Dann außenrum gehen. Ja, das ist ein bisschen ätzend. Dass wir jetzt wirklich alles machen müssen. Aber gut, wenigstens hat das Spiel Checkpoints. Könnte auch genauso gut sagen, fuck you, mach alles in einem Run. Dann würde es dieses Video hier wahrscheinlich gar nicht geben. Weil nochmal alles komplett aufnehmen wäre halt ein bisschen blöd. Okay. Und jetzt kommt das Miese. Also das Rätsel hier war ja eigentlich, dass ihr diesen Block nehmt, euch draufstellt, den Seilzug zieht, beziehungsweise dann mit dem hier links noch arbeitet, dass ihr immer höher kommt, um oben ins Wasser zu kommen. Aber jetzt wird's halt bitter, weil auf sowas Blödes wäre ich gar nicht gekommen. Wir schieben das Ding ganz nach rechts. Wirklich komplett, bis nichts mehr geht. Und vielleicht könnt ihr es erkennen. Rechts ist ein Schalter. Also den sieht man wirklich kaum. Und den müssen wir betätigen. Hip. Dann fährt hier eine Plattform runter. Und das ganze Spiel müssen wir wiederholen, damit das Ding wieder hochfährt.
Hoppa. Dann auf die Plattform drauf und oben ist schon das nächste Secret. Hui. Und damit hätten wir dann auch den nächsten Erfolg. Jetzt geht's gleich weiter. Kommen wir zum letzten Secret. Der Witz ist, ich war dort, hab aber Secret nicht geholt. Dumm gelaufen, aber dafür kann ich es ja jetzt machen. Und jetzt zeigt sich auch, ob das Laden von den Checkpoints was gebracht hat. Weil jetzt sehen wir ja an der Tafel, dass alles gelöst ist oder eben nicht. Lustigerweise heißt das Secret im Englischen auch The Last One. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Habe ich das vielleicht doch schon geholt? Nee, oder? Ihr müsst auf jeden Fall hier rein. Und dann ziehen. Normalerweise. Oha. Und jetzt sehen wir, dass am zweiten Checkpoint oder am zweiten Secret sich was befindet. Und das ist eben das besagte Secret Ending, zu dem wir jetzt gleich kommen. Wir sind zurück im Kornfeld. Checkpoint lädt und ihr habt ja unten an der Klappe, habt ihr rechts dieses kleine Control Panel gesehen. Diese Schaltfläche. Und dort müssen wir die richtige Kombination eingeben. Ich habe sie hier links aufgerufen, werde sie laut vorlesen und werde sie aber nochmal als Text einblenden, sodass ihr das Video unter Umständen pausieren könnt und den Code dann so eingeben könnt. Also, wir gehen hier dran und dann hoch, hoch, rechts, links, rechts, 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 hoch, 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 rechts, links, links, links. Wir kommen zum Secret Ending. Ich bin gespannt. Ich hab's noch nicht gesehen. Das war's auch schon. Das war das Secret Ending. Krass. Vielleicht wird der auch gesteuert, der Junge. Oder er war halt einfach nur... Ich glaube, man hat ihn am Schluss noch atmen hören, ganz leicht. Keine Ahnung. Das war's auf jeden Fall. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre länger. Sorry dafür. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Vielen, vielen Dank für alle, die sich das komplette Let's Play angeschaut haben. Und wir sehen uns dann bei einem anderen Projekt. Bis dann. Ciao.